Oh mein Gott, es ist soweit. Der gute Anderson Taliska hat den dritten Team of the Week als erster Once-to-Watch-Spieler sein Upgrade bekommen und das, obwohl er noch als SBC momentan verfügbar ist. Dementsprechend heiße ich euch herzlich willkommen. Guten Mittag oder guten Abend zu einem neuen Player-Review. Ja, ich hoffe, euch allen geht's gut. Mr. Zotterlich ist wieder am Start, weil ich bin gerade aufgestanden und ich möchte euch heute näher bringen, warum sich es definitiv lohnt. Es steht wahrscheinlich schon im Titel und ich sage es euch jetzt schon, warum es sich definitiv lohnt, diesen wunderschönen Anderson Taliska mitzunehmen. Denn es ist eine absolute Hommage an seine letztjährige Rulebreaker-Karte, welche ebenfalls eine SBC war, mit natürlich leicht anderen Stats, weil das Prinzip hier anders war. Aber dieses Card-Design mit der brasilianischen Flagge, dem Trikot, was er anhat, das greift alles ineinander. Wenn jetzt noch der Kragen so ein bisschen lila wäre, boah, das wäre der absolute Wahnsinn. Denn seine Ingame-Stats können sich wirklich sehen lassen. Auf allen möglichen Positionen sollte er spielbar sein. Er kommt mit allen Trades um die Ecke, die man sich nur wünschen kann. Das ist einfach eine richtig, richtig gute Karte. Nächster Pluspunkt, der gute Mann hat sogar noch sein richtiges Player-Face. Das heißt, er hat auch diese neuen, coolen, blonden Haare, wo du jedes Haar einzeln zählen kannst. Aber gut, kommen wir nun auf Taliska zu sprechen. Denn ihr habt gerade sein Ingame-Stats gesehen. Sein Tempo, sein Schießen, sein Passen, sein Dribbling und seine Physis sind eigentlich totally fine. Und er ist selbst in der Lage, mit seinem Death-Wert ein oder zwei, drei, vier, fünf Bälle vielleicht irgendwann mal zurückzuerobern. Aber der größte Pluspunkt, und das muss man jetzt ganz, 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 ganz klar sagen, der größte Pluspunkt bei Taliska ist, sofern man damit klarkommt, einfach sein Bodytype. Denn Taliska hat an sich einen gefühlten Unique Bodytype. Unique bedeutet in dem Moment, wie viele andere Karten, hat er seinen komplett eigenen Bodytype. Also er hat ihn nicht, aber den Bodytype, den Taliska hat, haben kaum andere Spieler im Game. Isaac ist beispielsweise noch eine Karte, die denselben Bodytype hat. Dieses Jahr sind auch ein, zwei andere Karten da reingekommen oder mit dazugekommen, denn sein Bodytype ist High and Lean. Und wenn man damit klarkommt, ja, dass dieser Dude für seine Größe extrem beweglich ist, ja, denn der ist 1,90 und wiegt, jetzt muss ich kurz nachgucken, 80 Kilo. Ja, das ist schon eine kleine Bohnenstange, aber das merkt man auf dem Platz. Und das zeigt halt eigentlich auch gerade in den letzten FIFA-Teilen, war ein Spieler wie Taliska oder auch Isaac auf jeden Fall spielbar. So, jetzt sind wir dieses Jahr in einem FIFA-Teil angekommen, wo einer der beliebtesten Karten momentan Haaland ist. Wo Leute mit Kane rumlaufen, wo Leute mit Lewandowski rumlaufen und wo man generell auch in der Lage ist, Spieler zu spielen, wie beispielsweise Morientes, die von sich aus deutlich, deutlich, deutlich größer sind. Und das Geile ist halt, er hat diese Geräten. Er hat so diese Ori-Geräten. Wisst ihr, wie ich meine? So, ihr macht einen Move mit dem und weil er für seine Größe trotzdem sehr beweglich ist und eben lean ist, fühlt sich das Dribbling sehr gut mit ihm an. Und der entscheidende Punkt ist, man kann mit ihm die Bälle unfassbar gut abschirmen. Wenn ihr mit L2 arbeitet, wenn ihr generell auch ins R1-Dribbling geht, dadurch, dass er so lange Beine hat, ist so die Distanz, die er zurücklegen kann und oder Abstand, den er halten kann zu den Spielern, absolut Gold wert. Hinzu kommt, dass er ebenfalls auch High-Low-Work-Rates hat. Das heißt, ihr könnt ihn im zentralen ZOM spielen, ihr könnt ihn als LOM, ROM spielen, ihr könnt ihn theoretisch gesehen als Flügelspieler spielen und als linken oder rechten Stürmer. Vorzugsweise wahrscheinlich rechter Stürmer, weil er ist nun mal Linksfuß und die Finesse-Shots sind nach wie vor immer noch stark und sie werden wahrscheinlich mit dem neuen Patch im 16er auch wieder einen Ticken stärker. Das heißt, er bewegt sich, er hat Bock, er ist hungrig und das liebe ich an Karten in FIFA 22. Wenn du den einfach anmerkst, komm! So, die wollen mich dazu bringen, endlich zum fucking Friseur zu gehen. Und genau das will ich. Genau das will ich. Seht ihr ihn da mit der Gruppe, wie die am Grinsen sind und am Tun und Machen sind? Das ist einfach super, super, super nice. By the way, wundert euch bitte nicht, dass ich hier wieder im klassischen Spiel unterwegs bin. Ihr habt gerade mein Team gesehen. Ich habe wieder neue Taktiken, neue Formationen ausprobiert. Ich habe generell schon mehr Spiele mit ihm gemacht. Überwiegend natürlich im klassischen Spiel. Die sind jetzt allesamt von gestern Abend gewesen. Und der eine Gegner, der war einfach so ein bisschen nicht so doll. Aber das ändert nichts daran, dass sich Taliska in jeder Partie, die ich ihn gespielt habe, nach Abschluss der SBC, ja, dass er sich definitiv gelohnt hat. Das heißt, ganz, ganz wichtig, der 84er ist jetzt gerade im Team of the Week und kostet 12k. Ihr bekommt halt seine OTW-Karte für roundabout 18 bis 19k als SBC, habt ihn dann unstrade bei euch rumliegen, in einem schöneren Design, mit einem schönen dynamischen Bild und könnt halt an sich eine Attacke machen. Man muss jetzt ganz klar sagen, ja, dass die Art und Weise, wie sich Taliska weiter upgraden kann, gar nicht mal so einfach ist, weil die haben jetzt zum einen eine größere Pause bis fast November und die saudi-arabische Liga ist vom Matchplan her halt ein Ticken anders gestrickt. Aber es macht einfach Spaß, wirklich. Wenn ihr Bock habt auf die Karte, wenn ihr euch unsicher seid. Er hat sein Upgrade schon bekommen. Ihr bezahlt dasselbe Geld jetzt für eine 84er-Karte anstatt für eine 82er-Karte. Und alleine das könnte man sich schon überlegen, dafür zu zahlen. Weil ihr seht es, wie er sich bewegt, wie er Gas gibt. Ich
kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, wie sehr ich mich über diese Karte einfach freue, weil ich, vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, weil ich ihn letztes Jahr schon sehr, sehr geil fand. Aber der Grundtonus auch letztes Jahr in der Community in FIFA 21 war bei Talisca sehr, sehr positiv und auch jetzt viele Leute, die ihn schon gespielt haben und gesagt haben, boah, nice, der hat jetzt ein Upgrade bekommen, mega cool, der macht einfach richtig viel Spaß. Und der Vorteil ist eben einfach seine Variabilität. Ja, ihr habt hier, anders als beispielsweise bei Petro, nicht eine Karte, die man irgendwo als Stürmer oder Zehner festlegen kann und dann muss man selber relativ viel mit ihr arbeiten, sondern er macht einfach. Ja, Talisca ist ein Macher, würde der ein oder andere sagen. Ob er morgens um 4.30 Uhr aufsteht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber mit seinen Workrates, mit seinen Geräten, die Art und Weise, wie er abschirmen kann, wie er schießt, auch gerade die Fundschüsse, Schock, wirklich, es macht einfach richtig, richtig Spaß. So, genügend Lorbeeren um den Mund geschmiert, um ihr Talisca weiter zu loben und ihr euch schmackhaft zu machen. Kommen wir nun zum Fazit bzw. zur Positiv-Negativ-Liste, die logischerweise auf der Positiv-Liste sehr lang ist. Wir haben sein Body-Type mit High and Lean. Wir haben seine Traits. Er kommt mit allem um die Ecke. Ja, das ist die Kirsche auf der Torte. Er kommt mit allem um die Ecke, was man sich wünscht. Er hat High-Low-Work-Rates. Auch das ist nearly perfect. Ich habe ihn auch schon 4-4-1-1 im ZOM bzw. Mittelsturm gespielt und da hat er fast aus dem Halbfeld als zweiter Stürmer reagiert. Das war sehr, 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 sehr geil. Sein Antritt, sein Dribbling, seine Pässe, sein Ruhewert, dann sein Curve-Shot, dann haben wir seinen Abschluss, seine Physis, seine Variabilität, die ich gerade schon erwähnt habe, ist einfach für den Preis unfassbar, unfassbar stark. Gepaart mit dem, ja, Player-Model, beziehungsweise mit dem Kartendesign und der Farbgebung und allem drum und dran, einfach richtig, richtig schön. So, aber das Player-Model ist, sage ich mal, das, was am meisten bei ihm heraussticht, weil es ihn einfach mit 1,90 totally spielbar macht und ein gutes Dribbling hat. Die Linkbarkeit ist dafür dieses Jahr ziemlich trashy. Es gibt immer noch den Paulinho, allerdings ist Paulinho als Stronglink nicht mehr allzu lange zu ziehen, weil, oder ist vielleicht gar nicht mehr zu ziehen, weil er seinen Vertrag aufgelöst hat in der Saudi-Arabischen Liga und ich glaube, Paulinho kostet ein Haufen Geld. Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Lass mich ganz kurz gucken. Paulinho kostet, richtig, 9,7k. Der ist fast extinkt. Auf der Negativseite haben wir sein Sprintspeed, seine Balance und seinen Flankenwert, weil das sind in den drei Kategorien die einzigen Negativpunkte, die er irgendwo mitzubringen hat. Ansonsten Campstyle-technisch Engine, Hunter oder Catalyst oder Hawk, je nachdem, wo ihr ihn spielen wollt. SBC kostet 18k und die abschließenden Worte zu ihm. Seine Rulebreaker-Karte war letztes Jahr einer meiner absoluten Favorite SBCs. Umso mehr freue ich mich über seine OTW-Karte, auch wenn er ohne Icon Hero nicht so easy zu linken ist, macht diese Karte einfach viel Spaß und sieht besser aus als der Inform. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns im Stream twitch.tv/dehan. Haut rein!